Noch kein Advent, noch kein Advent. Aber mein Jahresrückblick, der rennt. Und zwar heute mit dem nächsten und den nächsten Flops und dieses Mal den Flugzeugen. Und ich musste mich echt hinsetzen und überlegen, welche sind meine drei Flops, weil es ist nicht so leicht gewesen wie bei den Booten, wo ich halt dann wusste, hey, ich bin das Boot gefahren, ich bin das Boot gefahren, ich bin das Boot gefahren. Das hat sich blöd angefühlt, das hat sich blöd angefühlt, da habe ich gesuffert, da hat es halt keinen Spaß gemacht. Fertig. Aber Flugzeuge sind dann nochmal eine ganz andere Marke, denn die setzt man ja in verschiedene Spielmodi ein. Und das ist dann auch mein größtes Problem gewesen. Und ein anderer Punkt, den da natürlich auch noch mit reinfällt, ist meine fehlende Erfahrung in manchen BRs. Wie zum Beispiel auf 97. Ich bin dieses Flugzeug dieses Jahr auch zwischendurch mal alles halbe Jahr zwei, drei Runden geflogen, habe voll auf die Fresse bekommen. Und hatte keinen Spaß, was aber wahrscheinlich nicht am Flugzeug liegt, sondern einfach daran, dass ich auf dem BR-Bereich so gut wie keine Erfahrung habe und dann dadurch halt mit Fehlern glänzen konnte. Was aber nicht die Schuld des Flugzeugs ist, also du, keine Sorge, Draken, du bist nicht in meiner Flop 3 für dieses Jahr. Du darfst weiter wunderschön sein und hier rumsitzen. Der zweite Punkt ist natürlich die verschiedenen Spielmodi und da kann man die Pulkzerstörer sehr gut als Beispiel nehmen. Die habe ich in verschiedenen Spielmodi geflogen. In RAB habe ich sie gespadet. Aber da hat sie mir keinen Spaß gemacht, weil mit einer 50 mm Panzerkanone auf Jets schießen ist jetzt nicht das, worin ich glänze. Bin dann halt auf Bodenziele gegangen. Und ich habe auch noch keinen anderen Piloten gesehen, der damit irgendwie eine hundertprozentige Trefferquote hätte gegen andere Flugzeuge. Also, meh, nicht gut, in RAB zumindest. Aber in Ground RB macht sie mir super viel Spaß und deswegen schafft auch sie es nicht in die Flop 3. Denn sie hat ja einen Modus, wo sie mir Spaß macht. Deswegen gehen wir jetzt wirklich zu meinem Flop 3 Flugzeug und es ist. Ich hoffe, ich habe es noch gar nicht reingesetzt. Naja, es ist. Überraschung, damit hat wahrscheinlich keiner gerechnet, die Sea Meteor. Und die Piloten unter euch, die Sea Meteor kennen, sich jetzt fragen: Oh mein Gott, was ist denn mit dem Jungen falsch? Die ist doch voll gut, die hat voll viel Power und so, bla bla bla. Ja, ich stimme euch voll zu. Und ich würde dieses Flugzeug gern haben. Aber, es muss nochmal respattet werden, sehe ich gerade. Okay, cool. Aber. Ich kann es nicht gern haben. Ich vertraue dem Flugzeug nicht. Dieses Flugzeug landet auf Rang 3, weil es einen großen Fehler hat. Es hat zu viel Power. Bei, naja, so zwischen 820 und 860 km/h wirft es einfach seine Flügel weg und das zwar unangekündigt, weil die Struktur des Flugzeuges, die Leistung, die Flugleistung, die Fluggeschwindigkeit nicht mitmacht. Was ist nervig. Und ich kann dem Flugzeug nicht vertrauen. Und deswegen ist es auf Rang 3 meiner Flop 3 Flugzeuge 2022. Und ich will jetzt nicht, ich will trotzdem versuchen, eine gute Runde damit zu fliegen. Ich will jetzt nicht einfach schnell fliegen und dann einfach die Flügel reißen lassen, um euch zu zeigen, da seht ihr es, seht ihr es, seht ihr es, ich hab's euch ja gesagt. Sondern ich werde trotzdem mein Bestes geben, vielleicht eine Runde zu zeigen, die mir ein bisschen die Meinung über sie ändert. Aber wir werden sehen. Tank nehmen wir 18 Minuten, 5 Minuten ist mir ein bisschen zu wenig. Luftzielmunition, das sind Hispanus Mark 5. Leuchtspur hochexplosiv und panzerbrechendes Geschoss. Ist meiner Meinung nach die beste Munition, die sie hat. Battle Rating, wir haben 7-0er, wir haben 7-7er. Wir haben 7-3er. Ich denke mal, es ist eine 7-7er Runde. Ja, kommt hin. So, wir geben Leistung, ihr seht hier schon, ich komme schon sehr gut weg, nur die Su-11 kommt da irgendwie noch krasser davon. Aber es ist ja auch eine Su-11, da müssen wir nicht drüber reden. Bewegen wir sie einmal in den Himmel und gehen in den Steigflug. Ja, ein schönes Cockpit hat sie zumindest. Und sie ist auch so, ich finde sie jetzt wirklich nicht hässlich. Also deswegen kommt sie nicht in meine Flop 3. Und deswegen werden wir auch keine Mustang sehen. Also die jetzt denken, nur der nimmt eh die Mustang, weil er sie hässlich findet. Nein. Und es ist nicht mal die französische, noch hässlichere Mustang, die F6C. Die kommt auch nicht hier rein. Auch die hat es nicht in die Flop 3 geschafft. Obwohl sie sich natürlich sehr hart angestrengt hat. Das muss man ihr zugutehalten. Aber sie wird es nicht sein. Und es ist echt kalt geworden hier gerade. Ich habe die Balkontür mal hinter mir auf Kipp gemacht. Aber wir haben nur 4 Grad und ja, muss meinen Kaffee jetzt schnell trinken, sonst wird der kalt.
und uns zumindest mal etwas heißes Gameplay liefern. Ne, wir sind sogar 8-0, das ist eine 2-14, sehe ich gerade. Na gut, 8-0. Was haben wir da im Gegnerteam? Die Deutschen, die Amis und die Chinesen. Jetzt hier beim Steigen ist es natürlich nicht so schlimm, da können wir uns noch nichts abreißen. Aber sie, ihr seht schon bei der Leistung, sie hat eine abgrundtief gute Steigrate, 36 Meter die Sekunde. Für einen 7-3er-Jet ist das schon voll okay, ich habe gerade keinen anderen dabei. Aber hier dieser leichte Luftüberlegenheitssieger, 30 Meter die Sekunde. Und ja gut, der ist auch eine Ausnahme, der ist einfach nur gut. Ah, ich mag dich, Hornet. Hatte ich die Tage wieder gespielt, um auch ihr den Feuerlöscher zu bringen. Vielleicht nehme ich die Hornet in meine Top 3, aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin mir noch unsicher. Darüber mache ich mir Gedanken, wenn es dann soweit ist. Jetzt können wir langsam ein bisschen Grad rausnehmen und auch ein bisschen Geschwindigkeit aufzubauen. Denn ein langsamer Jet ist ein leicht abzuschießender Jet. Während die Su-11 natürlich, die im BR immer noch unter mir ist, schon auf der Höhe der Bomber sitzt. Ja, das ist schon kranker Scheiß. Ich eigentlich. Airbrakes habe ich, okay. An die darf ich dann denken, wenn ich versuche nicht zu schnell zu werden. Also zwischen 824 und 864 kommt es wirklich ohne Vorwarnung. Die Flügel wackeln nicht, es gibt keine Meldung von wegen, hey, Geschwindigkeit zu hoch, sondern es macht einfach Knack und man ist wieder im Hangar. Ich hoffe, die anderen sind auch so ein bisschen... Na gut, die Su-11 ist natürlich gestiegen, das ist sehr gut. Was haben wir da unten? Die T-14 fliegt zurück. Die MiG ist so halb gestiegen, ja. Versuchen wir die MiG 9 mal als Ablenkung zu nehmen. Vielleicht helfen wir mal der Su-11. Und versuchen es zumindest. Ich will ein Head-On. Ich will kein Head-On. Nicht ein Head-On, ich will kein Head-On. Komm, mach dich mal weg da. So, wir machen es, versuchen es mal auf die Art und Weise. Ich treffe ihn jetzt nicht, das ist blöd. Jetzt kann er wieder davonfliegen. Sollte schneller sein als ich. Zumindest wenn wir auf Level fliegen. Na, ich werde jetzt nicht so weit folgen, habe ich keine Lust zu. Ich bleibe mal so halbwegs oben. Noch eine F2H, ja. Lass ihn ruhig runtergehen. Ich bin da. Geh da voll d'accord mit. Die anderen Jungs, die erstmal unten sind und wir uns um die hier oben kümmern. Okay, das ist ein KI-Flugzeug. So, L fliegt die B29 an. Ja, sehr schön. Und jetzt können wir uns dann langsam nach unten arbeiten. Und hier muss ich dann jetzt gucken, wie ich das am schlausten mache. So eine 262, die da ein bisschen langsamer ist gerade, wäre natürlich ein wunderschönes Ziel. Und hier muss ich jetzt vor allem im Fall, muss ich jetzt gucken, dass ich nicht zu schnell werde. Ah, und ich krieg's schon... Na, ich muss mal die Bremsen dann rausmachen, während ich jetzt darunter gehe. Und versuche mich auf die 262 dazu stürzen. Ah, da hatten wir es, da haben wir es. Es kam jetzt mehr oder weniger aus dem Nichts, verdammt. Na, und das meine ich mit komischen Eigenschaften dieses Flugzeugs. Ich vertraue ihm nicht. Ja, komm, jetzt kann er mich abschießen. Ich bin doch nur eine Kurve geflogen. Ich kann da doch nichts für. Und ich bin nicht mal irgendwie eine krasse Kurve geflogen oder so. Ich muss es irgendwie nach Hause schaffen. Und das meine ich halt, genau wegen so etwas kann ich diesem Flugzeug einfach nicht
Vertrauen. Wenn ich dem Flugzeug nicht vertraue, dann kann ich nicht ans Limit gehen und dann fühle ich mich schlecht beim Schießen. Und hänge dann da und denke mir, verdammt. Die normale Meteor macht das übrigens nicht, die auf dem gleichen Battle Rating sitzt. Sie hat nicht die Leistung der C-Meteor, aber. Na, immerhin können wir dem Gegner jetzt davon fliegen. Vielleicht schaffe ich noch zum Airfield mal ein bisschen Leistung raus, damit ich nicht zu schnell werde. Noch Leistung wieder rein, damit ich nicht zu langsam werde. Also ich weiß nicht, wie realistisch das Flugmodell der Sea Vixen ist. Der Sea Vixen, der Sea Meteor ist. Aber sie ist halt zumindest im Spiel eins der Flugzeuge, welches zu schwach gebaut ist für die Leistung, die sie hat. Und das ist schade, weil sie hat Potenzial. Ich kann sie nur nicht leiden, weil ich ihr nicht vertrauen kann. Und deswegen ist sie halt meine Flop 3. Auf Platz 3. Jetzt muss ich die ganze Zeit gucken, kann ich. Mit der anderen Hand kann ich meinen Kaffee greifen. Nur einer lebt auch noch. Und immerhin kann ich sie nach Hause bringen. Aber damit. Ja, sehr schön. Geh aber damit 0 Punkten. Ah, nee, ich habe 173 Punkte. Stimmt. Ich weiß nicht woher, aber ich habe 173 Punkte. Habe ich die F89 getroffen? Ich glaube, ich habe sie nicht. Doch, ich habe sie getroffen. Im Head-On habe ich sie ein wenig angehittet. Und will jetzt hier eine Bauchlandung machen. Bitte nicht kaputt gehen, das wäre sehr blöd, aber nein. Wunderschön, eine wunderschöne Bauchlandung. So, kurz reparieren. Kaffeepause, 30 Sekunden. Ah, ist ein H5-Bomber, okay. Mach hin. Pack den Rest des Flügels in dem Tape wieder dran und dann ab. Schieb mich wieder raus. Ja, komm, hol die H5 und beenden wir die Runde mit einem Sieg. Bei dem ich immerhin dabei war. Nicht mittendrin, aber dabei. Jetzt brauche ich auch gar nicht mehr steigen. Jetzt kann ich einfach loslegen und das Flugzeug rennen lassen. Oh, die H5 hat den Kampf gegen die Su-11 gewonnen. Ich glaube, da sollten wir die Su-11 mal besser auf 6-7 setzen, damit sie nicht mehr auf H5er treffen muss. Das wär doch eine gute Idee, um sie zu retten, oder? Ich glaube, die H5 war jetzt wieder auf dem Heimweg, oder? War sie? Ja, war sie? War sie nicht? Ich glaube, sie hatte umgedreht. Ich denke mal nicht, dass sie ihn mit Frontkanonen bekämpft hat. Ich weiß gerade nicht mal, ob sie Frontkanonen hat. Aber die Heckkanonen sind glaube ich, sehr böse, wenn sie treffen.
Naja, ich fliege jetzt einfach mal in die Richtung von deren Airfield. Wahrscheinlich wird er sich in der Richtung eher aufhalten. Und dann schauen wir mal. Was haben wir da noch? Eine CL-13. Auch wenn ich die noch mitnehmen könnte, wäre ich auch nicht unzufrieden. Jetzt nur eine so 11 schlagen, die dann sehr viel näher dran ist als ich. Denke ich zumindest. Aber vielleicht auch nicht. Muss ich nur meinen Aim schlagen. Heftig, mal nicht so schnell selber. Ich habe ein Recht auf einen KI-Abschluss. Abschuss. Gott, der ist echt schnell. Ach komm schon, sei doch nicht so. Dreh doch ein, mach irgendwas, was sie selber hier so machen. So, werd langsam, geh auf den Ground-Target oder so. Schlimmer als ein richtiger Spieler. Na, zwischendurch, wenn ich an so einen kritischen Punkt komme, immer mal wieder rausnehmen, so ein bisschen die Geschwindigkeit. Weil die CL-13 werde ich wohl echt nicht bekommen. Das ist jetzt blöd. Und dann halt die wieder. Die gute alte Frage. Gehe ich dann? Suche ich doch die H5. Dann mache ich sie mal einen Einsatzbefehl. Wie viel habe ich dann noch? Ich habe noch über 30 Recherbefehle. Was haben die CL-13 in meine Richtung? Jetzt will sie mich auch noch ärgern. Nö, ich lasse mich nicht ärgern. Mach doch, mir doch egal. Boah, ich weiß nicht, wie schnell die H5 fliegen kann, aber ich hoffe mal, ich bin schneller. Ich glaube, ich habe sie freigeschaltet, aber ich bin sie noch nie geflogen. Ja, möchten mich natürlich auch wieder hinter sich haben. Verständlich, würde ich auch so machen.
Gucken, dass er will. Wahrscheinlich Richtung seinem Airfield zurück. Das muss ich ein bisschen abschneiden jetzt. Na, das habe ich schon gerochen, wo du hin wolltest. Aber er hat den Rescher überlegt. Das heißt, er hat da zumindest schon mal ein paar Silver Lines bekommen. Sehr gut für ihn. Der Bufferinger, da haben wir es. Ja, zumindest dann noch einen Abschluss geholt zum Ende. Aber da habt ihr es auch mal gesehen und ich hatte ja einen Stream gemacht mit der Sea Meteor und dort bin ich halt oft einfach gewippt. War so richtig. Deswegen schön, dass da gerade mal eine Meldung war, dass ich zu schnell werde. Aber es ist halt auch, die Meldung kam bei etwas um die Ende 700. Das Flugzeug ist ausgelegt hier für 927. Das ist halt nicht gesund. Und damit ist sie auf meinem Flop 3, weil ich ihr einfach nicht vertrauen kann. So einfach ist das. Und nach diesem Paukenschlag, ich denke mal, dass nicht viele von euch die Sea Meteor auf Rang 3 setzen würden. Natürlich bin ich über eure Top 3 oder Flop 3 dieses Mal auch sehr gespannt. Gehen wir aber zu Nummer 2 und die sitzt im deutschen Baum. Und es ist die 162A2. Wenn ihr euch jetzt fragt, oh mein Gott, warum denn das? Es ist einfach ein schlechter Jet. Und ich bin der Meinung, dass ihm das Runtersetzen im BR auf 6.0 eher schadet, als dass es ihm hilft. Ich bin ja beides geflogen, als er noch auf 6.3 war und auf 6.0 bin ich ihn schon geflogen. Und beides mal muss ich einfach sagen, nee, das ist nichts so. Ja, wir sind da keine Freunde. Er ist wirklich nichts, was ich gerne fliege. Und damit sitzt er auf meinem Flop 2 Rang. Die HE162. Und ich bin mir nicht sicher, was ihr dazu sagt. Aber ich freue mich natürlich, mit euch darüber zu diskutieren. Über meine Auswahl, über meine drei Wahlen. Meine Flop 3. Und auch eure zu wissen. Das würde mich sehr glücklich machen. Hier nehme ich wieder die 20 Minuten. Ja, komm, ich um die 7 Minuten. Leben am Limit, ne? Leben am Limit. Außerdem bin ich nicht gerne schwer. Oder nehme ich doch die 20? Ah, jetzt habe ich 7. Sogar 8, also alles cool. Oh, es ist ein ultra kleines Match. Natürlich, komm, die anderen beiden sind da auch noch 288er, oder? Ja, wusste ich. Und ne, er ist ganz rausgegangen. Ist an seiner Stelle auch. Übrigens noch ein Punkt, warum sie sehr gut die Flop passt. Ihr Battle-Waiting-Bereich, in dem sie arbeiten muss. Jetzt gucken, wo ich sie am besten einnorde. 4 Grad vielleicht, 104 vielleicht. Ne, 104 ist auch zu viel, 103. Komm, wir machen 100. Dann machen wir 100. Na klar, sie ist ein Jet. Sie muss sich die Energie bewahren. Und gegenüber den meisten Props ist sie jetmäßig im Vorteil. Wir müssten auch einen Down-Tier erwischt haben. Weil ich bin mit 6-0 hier. Oder beziehungsweise doch. Es ist doch noch eine 2-8. Ich wusste es. Ein Grund mehr, diesen Battle-Rating-Bereich bei Deutschland einfach komplett zu hassen, sind die 288er. Es ist deren gutes Recht, die 288 zu fliegen und damit Silber oder den Baum zu farmen. Kein Problem, macht das gerne. Aber Matchmaker, macht doch nicht so einen Scheiß. Die haben wahrscheinlich wieder 6, vor allem sind 6 gegen 6. Warum, wer spielt denn RB 6 gegen 6? Oder 7 gegen 7? Ne, die sind 7, wir sind 6. Wahrscheinlich sind das 7 Jagdflugzeuge und wir sind dann halt 4 Bomber, die sich gleich eh verziehen. Ah ne, da ist ein A26. Okay, ich nehme alles zurück. Alles super fair. Und, ja. Okay, sind doch mehr Bomber. Zu früh gerantet.
Aber ich kenne das auch anders. Ich kenne das auch so, dass mein Team voller Bomber ist und das Gegnerteam voller Jäger in diesem Battle-Rating-Bereich. Hat er schon geworfen, oder er dreht um, ja. Krass. Dann gehe ich wieder hoch. Ja, er fliegt schon zurück. Nee, darauf lasse ich mich jetzt nicht ein. Ich glaube, ich müsste ihn ja theoretisch easy bekommen. Wenn ich einmal ernst mache. Trotzdem. Ich habe da lieber ein bisschen Höhe und Gegner unter mir. Vor allem in einem Flugzeug, wo ich schnell sein muss. Und schnell bleiben muss. Die Runde wäre für mein Team etwas einfacher, wenn die 3-3-5 da unten zumindest eine TAR wäre oder so. Aber eine 3-3-5 ist ja auch nur Futter für sowas wie eine F4. Wenn die F4 jetzt nicht falsch macht. Wie geht's euch da oben so? Habt ihr Spaß? Ja, ne? Ich hab Spaß. Ich schwöre. Ach, ne, F8F. Wird ja immer besser hier. Nochmal, ist noch jemand nachgespawnt? Nein, es ist niemand nachgespawnt. Komm, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Dreh dich schneller. Wird zumindest mal probieren, jetzt hier auf einen Bomber zu schießen, bevor die Jäger da sind. Ein F8 Zauber und das ist Spitfire. Wow. Aber sie ist immerhin da unten. Damit halbwegs uninteressant für mich. Ich bin aber immer noch zu langsam. Ich muss dringend Geschwindigkeit aufbauen. Und aktuell ist die F8 sogar noch schneller als ich. Na komm. Die ist sehr viel schneller als ich. Ach, verdammt, ich hasse die 162. Die ist so langsam. Gib ihr doch ein besseres Triebwerk. Sie ist zu Recht auf meiner Flop 2, einfach weil sie erstens kein guter Jet ist und zweitens in ihrem Battle-Rating-Bereich halt auch wirklich nicht großartig scheinen kann. Außer Endgeschwindigkeit. Wie weit ist es zum deren Airfield? Das ist noch ein Stück. Dann hau ich jetzt hier mal rein. Immerhin ist sie schnell und ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich mir irgendwie gleich die Flügel abreiße, weil so viel Flügel gibt es da nicht. Ja, ich komme jetzt sehr schnell näher. Wie fliegen die Kanonen nochmal? So nicht. Okay, ich hab's nichts getroffen. Aber er hat's gut gemacht. Komm, nimm dir den Kill. Ich steig aus dem Flugzeug, ich motte es wieder ein. Meine Flop 2, meine Damen und Herren. Die 162 A2. Und damit kommen wir zum schlimmsten Flugzeug, was ich dieses Jahr geflogen bin. Und es ist israelisch und es ist die S199. Meine Flop 1 dieses Jahr. Einfach weil sie nicht gut ist. Selbst auf 3-3 ist sie nicht gut. Gehen wir rein. Also mehr dazu kann ich gar nicht sagen. Sie ist einfach nicht gut. Sie ist das Flugzeug, was mir am wenigsten Spaß gemacht hat dieses Jahr. Sei es in dem Video zu ihr, sei es beim Spaden. Es ist einfach kein gutes Flugzeug. Und meiner Meinung nach ist sie zu Recht auf Rang 1 für den Top-Flop der Luft dieses Jahr.
Wahrscheinlich hast du auch diesen Spot auch für immer behalten. Also Glückwunsch, S199, du bist ein Flop. Gucken wir trotzdem, dass wir jetzt halbwegs was reißen können oder halbwegs was machen können. In dieser Runde ist es immer schon mal eine kleine Map, obwohl das ist nicht gut. Weil eine kleine Map, wenn du man da Gegner hat, die wirklich gut sind, die gut steigen können oder schnell sind, dann sind sie schon über einem, während man selber noch irgendwie gerade mal vom Airfield runtergekratzt ist. Dann habe ich zumindest jetzt, dass das Battle Rating mir hier nicht so sehr auf die Eier geht. Schauen wir mal. SB2, S1, oh, viele 1199er. Aber 4-0 sind wir mindestens. Und das ist nicht schön. Sehet mich saffernd, meine Leute, meine lieben Zuschauer. Immerhin habe ich einen schönen Skin von der tschechischen Air National Guard oder Air Defense Guard oder wie das Ding hieß. Komm, wir fliegen jetzt nicht direkt zum Gegner, das wäre noch größerer Selbstmord, als es sowieso schon ist. Wir versuchen es mal etwas. Wir werden sogar schon warm. Ist das schon hier die Werte? Weder sind die Werte gut, noch ist die Leistung gut, noch ist das Flugzeug großartig manövrierfähig. Es ist für mich wirklich ein Flop und definitiv ein Flugzeug, wo ich mir vorstellen könnte, dass es im Battle Rating auch irgendwann nochmal ein bisschen fallen wird. Und selbst wenn ich jetzt auf 100% fliege, sagt das Wasser, hey, mir ist warm. Und wenn wir jetzt hier auf 4-0 spielen, ist es halt wirklich, die Gegner haben Flugzeuge, die sind wirklich diese Flugzeuge sind schneller als ich, diese Flugzeuge turnen besser als ich und sind teilweise schneller als ich. Das Einzige, wo ich ein bisschen was machen könnte, ist in einem Head-On, weil ich halt die 20er und die 13er habe. Aber schauen wir mal. Oh, eine 163, eine P63 meine ich. Oh, toll. Eine 185. Oh, easy. Easy Gegner. Genau das war, nach ich suche. La 5. Oh, nice. Ja. Die volle S199 Experience. Gegner sehen, die besser als einer sind. Und sich darüber freuen, dass sie so schöne Flugzeuge fliegen. Denn man spielt ja Warfighter, damit andere Spaß haben, oder? Und nicht, um ihnen den Spaß zu nehmen. Es war doch so, habe ich mal gehört. Okay, die drehen aber schon mal in die Mitte. Dann drehe ich jetzt auch mal und versuche dann zumindest irgendwie sowas wie eine Überraschung zu sein. Vielleicht kann ich irgendjemanden, der dann langsam ist, ein bisschen off guard erwischen. So die einzige Idee, die ich mit diesem Flugzeug dann habe. Sonst fällt mir nichts ein, was ich tun könnte. SB2C würde ich jetzt so viel lieber fliegen. Und die SB2C ist auch ein Herausforderer für einen der Top-Spots übrigens. Ne? Nur mal so ein kleiner Hint, wohin es gehen könnte. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was da kommen wird, weil so großartig habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Aber die SB2C, die Son of a Bitch Second Class, ist da ein Anwärter zumindest. Sie ist in der Auswahl für die einen der Top 3 Plätze. So, jetzt könnte ich da unten mal gucken. Na, jetzt sterben sie alle, bevor ich da bin. Hey, mach das doch nicht. Seid doch jetzt nicht so. Ich will doch auch. Bin extra schlau geflogen, damit ich dann von hinten angreifen kann und ja, die P63 wird sich wahrscheinlich das Airfield holen. Na, sie brennt sogar schon. Ah, super. Ich präsentiere euch Nummer 1 der Flop-Spots. Die S199. Und jetzt seid mal ehrlich, Leute. Das ist doch, diese Wahl ist doch keine große Überraschung. Oder überrascht dieses Flugzeug auf Platz 1? Überrascht das irgendjemanden von euch? Habt ihr da noch was anderes, wo ihr sagt, hey, nee, mach doch, das wäre eher mein Flop 1 gewesen? Entschuldige.
Oder geht ihr da komplett d'accord mit mir und sagt, hey, die S199 ist ein guter erster Platz, ein verdienter erster Platz? Natürlich verdient jede 109 den ersten Platz in meinen Augen, aber die 199 ist da definitiv und mit Abstand wahrscheinlich sogar die schlechteste 109 im Spiel. Was dann natürlich an ihrem schwachen Motor liegt, weil die hat ja den Motor der HE 111 und nicht den Motor einer normalen 109. Da versuchen wir mal in seine Richtung zu fliegen. Hoffen wir, dass er fehlt. Hey. Don Gato. Ich komme für dich. Das klang komplett falsch. So meinte ich das nicht. Hört auf zu lachen. Scheiße. Ich meine, ich fliege zu ihm, um ja, ne, um ihn dann rauszunehmen. Ich komme dahin, um ihn rauszunehmen. Hör auf, dass er viel zu kämpfen, Donny. Das kannst du doch besser. Don Carter. Oh, ich werde warm. Beziehungsweise mein Flugzeug wird warm. Mir wird mit meinen 4 Grad gerade im Hintergrund ein bisschen kalt. Naja, was macht er jetzt auch anderes als an seinem Airfield campen? Wenn jetzt jemand wieder sagt Consolero, dann nein, das ist kein Consolero-Ding. Das machen sehr viele PC-Spieler genauso, die dann einfach, sie wissen, oh mein Gott, da sind Gegner. Ich fliege jetzt nur noch links und rechts über meinem Airfield, bis die Runde vorbei ist. Oh nein. Wenn ihr sowas macht, ist das echt scheiße. Also, wenn ihr sagt, okay, ich bin eh verloren, ich habe keine Chance mehr hier irgendwas zu machen, dann jade einfach raus. Geht runter und macht einen J-Out. Pass auf. Hier wird mein Motor jetzt warm. Ah, okay. Ihn rausgenommen, bevor ich ihn rausnehmen konnte. Das war eine tolle 0-Punkte-Runde mit der 199, ja. Typisch. Typisch 199. Wenn mal Gegner in der Nähe sind, sind sie auch, ist man auch zu langsam. Und nein, ich habe die Runden jetzt nicht extra schlecht gespielt. Ich habe mich wirklich versucht anzustrengen. Ich mag diese Flugzeuge einfach nicht und für mich sind sie halt zu Recht in den Top 3 gelandet. Nicht, dass mir jetzt irgendjemand unterstellt, ich will sie extra schlecht machen. Ich fliege halt so mit diesen Flugzeugen und zur 162 und auch zur 199 habe ich hier auch schon Videos gemacht. Da könnt ihr auch sehen, dass es wirklich nicht die Flugzeuge sind, mit denen ich viel Spaß habe. Ach, minus 12.000 gemacht bei der 162. Ah, scheiße. Naja. Es kommt übrigens noch dazu, warum sie auf Rang 2 ist. Sie ist in ihren Reparaturkosten scheiße teuer. Das waren dann die Flugzeuge jetzt. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt über eure Meinung. Ich hoffe, ich werde viele Kommentare lesen und mir dann durchlesen können, was eure Flop 3 Flugzeuge dieses Jahr waren. Und dann nächsten Sonntag gibt es dann meine Flop 3 Panzer und das wird auch nochmal ein schweres Thema für mich, weil ich noch nicht genau weiß, wer das sein wird und ich bisher nur ansatzweise vielleicht kleine Ideen habe. Aber ich habe ja noch eine Woche Zeit, mir da jetzt Gedanken drüber zu machen. Ich hoffe zumindest, ihr hattet Spaß, ihr schaltet weiterhin ein bei meinem Jahresrückblick. Und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Habt noch einen schönen Tag und macht es gut.